So, warum werden hier keine blauen Forschungspakete produziert? Was fehlt euch? Batterien fehlen euch. Richtig, das war Smigos Job. Toll, ey. Da verpieselt er sich einfach. Hier, Batterien werden keine produziert. Was fehlt dir für Batterien? Batterien macht Nico bestimmt gleich. Gleich, ja. Hä, der hat doch alles, um Batterien zu produzieren. Warum produziert er keine Batterien? Vielleicht, weil die Kiste voll ist? Ich glaube, definitiv nein. Waren eure Öltanks waren fast komplett voll. Vielleicht musst du auch da nochmal ein bisschen Storage anschließen. Aber der hat hier 2 Schwefelsäure, 2 Kupferplatten und 2 Eisenplatten drinne. Und er braucht 2 Schwefelsäure, eine Kupfer- und eine Eisenplatte für eine Batterie. Warum produziert er dann nicht? Vielleicht hängt ein Arm. Manchmal hängen die Arme, wenn sie was genommen haben und dann die Produktion... Jetzt hat er eine produziert. Ich verstehe jetzt zwar nicht, warum. Das war jetzt merkwürdig. Jetzt steht er wieder. Ich glaube, das hängt wirklich mit den Flüssigkeiten zusammen. Das kann sehr gut sein. Wo bist Warte, du ich gerade? Guck's mir mal an. Ja, genau. Der kriegt nicht genug Schwefel und der... Ich glaube, die produzieren einfach nur zu langsam. Und ich stand hier gerade, als hier eine Pause war. Bist du der gelbe Punkt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Bei mir ist er gelb, ja. Also jetzt produziert es hier auch wieder mal ein bisschen. Keine Ahnung, warum das eben noch nicht der Fall war. Warte, ich guck's mir an. Also die Leichtöltanks sind leer. Schweröl ist auch nicht voll. Wo ist Petroleum? Keine Petroleumtanks, die hat er direkt reingeleitet. Das ist unvernünftig. Unvernünftig, das wirst du häufiger sehen. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich denke, Petroleum ist der Engpass. Guck mal, wie viel hier gefördert wird. Ich glaube, es kommt auch nicht mehr allzu viel Rohöl in der Raffinerie an. Ja, das ist durchaus möglich. Also ich meine, die Ölfelder... Alle 3 nur noch mit 0,1 in der Sekunde. Genau, ja. Leer. Genau, ja. Aber deshalb haben wir ja dich dazu geholt. Bin dran. Gut, okay. Aber dann ist wenigstens der Ursprung gefunden. So, hier ist auch nochmal wieder ein blaues Smikos. Forschungspaket. Genau, Smikos ist schuld. Er kann ja nicht mehr Rohöl machen, wo keins ist. Er kann ja nicht einfach Dinosaurier in den Boden stopfen. So funktioniert das doch nicht. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, aber okay. Mich hat er unangespitzt in den Boden gestampft. Den ja, richtig, richtig. Richtig, mit ihm hat das auch funktioniert. Warum soll das mit Dinosaurier nicht gehen? So, nichtsdestotrotz, bauen wir uns mal ein bisschen Munition. Dafür brauche ich Sprengstoff. Wenn du willst, kannst du meine Fabrik dafür nutzen. So, okay. Wie läuft der jetzt schon? Ja, bestimmt. Wie stelle ich denn Sprengstoff her? In der Chemiefabrik, ne? Ja. Das wird ja super klappen bei dir in der Fabrik dann. Ja, auf jeden Fall. Leute. Aber Smikus hat auch schon mal Sprengstoff hergestellt. Da hat er Sprengstoff. So, was muss ich da reinpacken? Schwefel muss ich da per Hand reinpacken anscheinend. Okay. Schwefel? Ja. Achso, ja. Brauche ich nur ein bisschen Schwefel. Schwefel ist momentan der Engpass hier. Ja, das liegt am Petroleum und das liegt am Rohöl. Tja. Und wo kriege ich jetzt Schwefel her? Wie weit bist du denn da unten mit der anderen Fabrik? Noch nicht so weit, aber wenn die fertig ist, dann hast du nie wieder Probleme. Ja, das hilft mir jetzt gerade aber reichlich wenig. Tut mir leid. Ja. Aber hättest du dich schon mal vorher connecten können und ein bisschen vorarbeiten? Ja. Lass den Rechner einfach über Nacht laufen, während du dich hinlegst. Das wäre auch eine Idee. Das können wir machen. Dann sieht es hier morgen anders aus. Ich betoniere alles. Du siehst nichts Komisches mehr, sage ich dir. Ohne Mist, er betoniert wirklich alles. Also Tommy hat mir mal eine Karte von sich gezeigt, daher weiß ich, dass das stimmt. Also ich finde ja, also ich finde das Spiel total klasse, aber was mich so ziemlich am meisten nervt, ist, dass wenn du über Förderbänder läufst und die hast du ja wirklich überall, dass du immer dich bewegst. Gib mir bitte Inline-Skates, die ich mir anziehen kann,
die sich immer genau auf die entgegengesetzte Förderbandrichtung stellen. Ja, das wäre cool. Ich verstehe echt dein Problem. Also besonders da unten in der Fabrik, die du gebaut hast, finde ich, ist das krass. Da fährst du ja echt kreuz und quer durch die Gegend. Ja. Wir können das ja noch mal machen. So, mal gucken, wo wir rauskommen. Aha, 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 okay. Ah, da stockt's. Dann machen wir einen Schritt nach links, dann stehen wir hier, machen wir einen Schritt nach rechts, dann fahren wir da rüber. Wupp. Guck mal, ich brauche nur nach oben laufen und fahre im Kreis. Falls du gelbe Förderbänder dabei hast, schmeißt du einfach mal in die linken, oben links in die Kiste. Dann kannst du dir rechts links die roten direkt mit wieder mitnehmen. Voila. Mäp, 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 mäp. Geht das Ballett los. Das Greiferballett. Jetzt kannst du dir gleich rechts die roten mitnehmen. Es ist, Ach so, hier rechts. Ah, ich dachte oben rechts. Sorry. Das war jetzt... Nee. Voila. Ja, jetzt habe ich 12 Förderbänder bauen lassen. Richtig fix ging das. Aber wenn du möchtest, kannst du kurz mitkommen und dir den Status der Chemiefabrik ansehen. Das werde ich machen. Ich lagere hier noch eben den Schwefel von Hand ein, um Sprengstoff herzustellen. Und dann werde ich mich nämlich demnächst um das Alien-Nest da unten kümmern. Vorher jetzt aber lernen, wie baut man eine Chemiefabrik richtig? Ja, da denkt jemand auf jeden Fall schon mal im größeren Rahmen als wir, ne? Also, das hier ist die Rohölförderung. Ja. Ja. Die erklärt sich von selbst. Ja. Ganz viele Ölförderer. Warte mal, kannst du mir bitte erklären, warum diese Pumpen hier alle nicht laufen? Weil ich die noch nicht angeschlossen habe. Okay, dann habe ich das richtig gesehen. Ich wollte nur auch mal so... Ich wollte... Das sagst, das habe ich nicht vergessen. Ach so, ich dachte, das wäre mit Absicht, okay. Nee. ja. Ja, guck mal, musste man Profi fragen, ne? Dann weißt du auch, wie das hier geht. Ja, also überraschenderweise leiten die hier oben alle in die Tanks. Jo, Rohöltanks. Die bringen das dann rüber hier in die Ölraffineriestraße. Jo. Die lasse ich nach hier hinten rechts offen, damit da gegebenenfalls noch weitere angebaut werden können. Deckung. Und von oben kommt, gehst du aus dem Panzer raus? Thomas Maria, hören Sie bitte sofort auf. Ja, okay, ich schreibe mir mal die Stelle auf, da piep ich. Ach so, keine kompletten Namen. Nee, das wäre vielleicht ganz nett. Er heißt nicht wirklich so. Sorry, ich habe gerade nicht dran gedacht. Versuch kein Problem. Wie seine Mutter zu fahren ermahnen. Sie doch mal privat zu weinen. Ah, toll, jetzt darf ich noch mehr wegpiepen. Also Namen und Adressen bitte außen vor lassen, danke. Okay. Ja. So, also genau, hier ist dann die Ölstraße sozusagen. Genau, ja, und da können später halt auch hinten noch weitere Raffinerien angeschlossen werden. Ich werde aber jetzt erstmal mit den drei arbeiten. Und jetzt fange ich halt an, hier die drei Stoffe, die aus dem Rohöl oder aus dem Schweröl besser. Thomas. Dumme Frage, stand hier mal ein Öltank? Nein. Nein, der transparente, kaputte Öltank ist doch Spaß. Okay, gut. Warte. Ah, das war vor allem gar nicht Absicht. Ich habe mir gerade voll Wein an den Monitor gespuckt hier. Nein. Der Klassiker. Und dann heißt es wieder, ja, ich sehe nichts. Mir haben Fliegen auf den Monitor gecodet. Ja. So, Ja, also hier werde ich jetzt an dem Leitungssystem arbeiten, um die drei Rohstoffe in getrennte Öltanks zu leiten. Und wenn das fertig ist, sage ich dir dann wieder Bescheid. Ja, erste Frage. Wenn du hier die beiden Ausgänge nebeneinander liegen hast, das kriegst du jetzt getrennt durch unterirdische Rohre oder wie machst du das? Ja, genau. Okay, die werden direkt durch unterirdische Rohre abgenommen. Okay, okay. Weil sonst, also ich hätte da wahrscheinlich einen Luft zwischengelassen, einfach, weil es einfacher ist. So, ich guck noch mal, ob wir noch ein bisschen Schwefel hier haben. Ich habe nämlich die Batterieproduktion mal komplett eingestellt. Scheiß auf Forschungspakete, ja, wenn man Sprengstoff bauen kann. Sprengstoff. Oh oh.
Oh, oh, was? Ja, wenn du auch schon so reagierst. Sprengstoff ist immer gut. So, packen wir da nochmal ein bisschen rein. Ah, jetzt fehlt hier Kohle. Aber Kohle habe ich doch hier irgendwo. Sonst baue ich mir hier eben einen erzbetriebenen Kohleförderer hin. Auf das Mini-Kohlefeld da oben. Ah, das sind alles Elektroöfen hier. Bruchöfen, die brauchen alle keine Kohle, ne? Da kommt Kohle an, siehst du wohl, ich wusste es doch. Sammeln wir erstmal ein bisschen ein. Ja. Kupfer kommt jetzt hier rechts bei der Bahnlinie an, ne? Da ja, kann genau. Ich auch bedienen, wie ich will. Ja, oder? Ja, klar, dafür habe ich das extra so dahingelegt. Das soll so der neue Inputpunkt für Kupfer sozusagen sein. Okay, und das fährt hier erstmal hoch und okay, hier oben sind die Elektroöfen. Genau, alles und klar. Dann geht alles quasi nach links weg. Da kannst du dann gucken, nach wie du da ranbaust. Genau. Hier kommen Kupfer und Eisen quasi von den Öfen. Und den hier verstehe ich nicht so ganz. Warum hast du den da? Damit es auf beide Bänder gelegt wird. Aber hier war ja einer zu viel, oder? Nee. Wieso beide Bänder? Stimmt, seit ich auf der anderen Seite die Produktion auch habe, ist der nicht mehr nötig, korrekt. Okay. Zu Beginn hatte ich nur die Hochöfen hier auf der linken Seite und quasi dadurch nur auf die eine Seite vom Fließband das gelegt. Guck mal, jetzt legst du alles auf die linke Seite, so ist nicht gut. Okay, ja. Alles klar. Ne? Jetzt passt wieder, genau. Zu Beginn hatte ich nur diese eine. Ich habe mich gerade auch gewundert, warum die hier schon zwei Reihen von unten ankommen. Aber ja, alles klar. Stimmt, da kann man hier ein bisschen sparen. Weißt du eigentlich, wie lange ich an dieser Konstruktion hier gebastelt habe, damit das einigermaßen symmetrisch aussah? Und jetzt kommst du hier an und sagst, das braucht man doch gar nicht, kannst doch wegnehmen. Ich kann es mir vorstellen. Genauso braucht man diesen Verschieber hier nicht mehr, der ist auch Blödsinn. So, tut das nämlich auch. Ja. Naja, auf jeden Fall, nee, ich habe hier sehr, sehr lange dran gebastelt. Mikus hat mich dafür auch schon ausgelacht, wie lange ich da diese Verschieber platziert habe, damit es wirklich ganz schön symmetrisch alles ist. Ja. Das Mikus ist ganz schön fies. Ja, sagt, ne? Findet ihr auch? Aber das ist so schön. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist so schön, über Leute zu lästern, die nicht da sind. Boah. Wobei ich ja auch sagen muss, ich weiß genau, er wird sich das angucken und ich werde es alles zurückkriegen. Na, hoffentlich. Ey! So, ich habe gerade festgestellt, dass was ich an Sprengstoff hergestellt habe, reicht ja im Leben nicht. Das sind ja gerade mal 14 Kanonenschüsse. Und ich will Camp da unten angreifen. Da, die. Die hier. Ja gut, aber ich glaube, wenn du das jetzt im Hintergrund ein bisschen laufen lässt, das wird schon. Ja, das Problem ist ja eher, dass hier der Schwefel, ne? Hast ja mitgekriegt. Wie wechsle ich nochmal die Waffen? Q. Was? Die Taste Q auf dem Keyboard. Wie bei Counter-Strike. Ja. Stimmt, wie bei Counter-Strike. Obwohl das ist Waffe wegwerfen. Waffe wechseln ist da ja eher Mausrad. Was? G ist bei mir Waffe wegwerfen und Q ist die letzte. Die letzte benutzt, ja, stimmt. Hast du recht. Tja. So, aber das kann schon mal da wieder rein. Hattest du eigentlich meinen Panzer genommen oder hattest du dir einen eigenen gebaut? Ne, ich frag nur, weil ich du findest jetzt mich nicht mehr, ne? Nee, ich wollte mich gerade auf den Weg machen, aber den könnte ich mir ja sparen, wenn du direkt sagst, das ist der. Das ist tatsächlich dein Panzer hier. Okay, gut, ja. Der hat ganz schön Schaden genommen, ne? Ich repariere ihn hier mal kurz. Ich suche gerade, wo waren denn die Reparaturkits noch? Ist schon heile. Ist schon, perfekt.
So, Benzin rein. Oder besser gesagt Kohle. Ein kohlebetriebener Panzer ist klar, ne? Ah, da müsstest du jetzt auch eine ganze Menge Munition für MG gekriegt haben. Das habe ich in die Türme wahrscheinlich gesteckt. Ja, das kann auch sein. Also 36 habe ich, Moment. Jetzt hast du die. Okay. Achtung, bitte Gefahrenbereich freigeben. Du kannst mir noch ein paar Bäume wegfahren, genau, super. Ich repariere dich dann. Guck mal, ich kann auch rückwärts fahren. Hauptsache nicht seitwärts gerade. Seitwärts geht nicht. Ich komme gleich wieder, ich will mich nur kurz um die Aliens da unten kümmern. Berühmte letzte Worte. Ich merke schon, du hast kein Vertrauen in meine Panzerfahrkünste. Nein, aber ich kenne das noch meine. Von Nico. Du kennst auch meine vom letzten Mal. Ich geh mal kurz hier so ein bisschen Alien-Meta-Farben und dann so. Ah! Lad mal das Safe-Game nochmal.